Ja, ich heiße Thomas Sattelberger, bin heute Personalvorstand der Deutschen Telekom. Ich bin seit 40 Jahren im Geschäft, bin wahrscheinlich der längst dienendste Personalvorstand der Republik. Ich habe 20 Jahre bei Daimler-Benz gearbeitet, 10 Jahre lang bei der Lufthansa, war dann 4 Jahre Personalvorstand bei der Continental AG. Bei der Telekom sind 250.000 Menschen beschäftigt. Wir machen fast 60 Milliarden Umsatz und sind der drittgrößte Telekommunikationskonzern in der Welt. Das Ministerium für Unterricht, das stammt natürlich aus dem alten Preußentum und hat es nicht geschafft, sich begrifflich in eine Welt hinein zu entwickeln, wo das Unterrichten, das Richten, das Gradrichten, das Gradbiegen nicht mehr das Zentrale ist. Wir haben heute in diesem Lande so viel unentdeckte Begabungsreserven. Nur wenn wir die richten, dann werden wir sie nicht in ihren Begabungen entfalten, denn die sind manchmal ein Stück anders. Ein Stück nicht gerichtet, ein Stück nicht bildungsbürgerlich normiert. Die Lern- und Ausbildungsstandards sind ja häufig von einer herrschenden Elite gemacht, die ihr Verständnis, wie man lernt, aus unterrichteten Einheiten gesammelt hat. Die heutige Ökonomie ist ja zum Teil eine sehr militärische, wo es im Kampf um Überleben und Niederlagen und Sieg geht. Und diese militärische Betrachtung von Marktwirtschaft gräbt sich dann auch in die Köpfe überwiegend junger Männer ein. Ich halte das übrigens für ein ausgesprochen auch maskulines Thema. Da wird im Grunde die Welt rational zurechtgezimmert auf simple Marktlogiken, mit Sieg und Niederlage versehen und die persönliche Karriere dran gesetzt. Einem solchen Erschöpfungszustand, dass sie kaum noch Kreativität besitzen, um mal einzuhalten und zu sagen, wohin gehen wir und wieso gehen wir in diese Richtung und welche andere Wege könnten wir gehen. Also das Thema Erschöpfung ist für mich ein direkter, unmittelbarer Ausdruck davon, dass die Welt ausschließlich ökonomisch reguliert wird, immer enger getaktet und immer kurzfristiger getrieben ist. Ich glaube, dass ganz viele Führungskräfte spüren, dass sie sozusagen wie Hamster im Rad sind, dass eigentlich das System, so wie es heute lebt und praktiziert wird, auf ihr Leben nicht mehr passt und dass sie depressiv werden.